Ja, moin, liebe Videospiele und Xbox-Enthusiasten. Ich wollte hierzu kein Video machen, deswegen werde ich mich auch kurz halten, aber der mediale Aufschrei rund um Redfall, ne? Also da muss ich jetzt auch mal ein paar Worte zu sagen. Da reichen Kommentare in den YouTube-Kommentarsektionen nicht. Also schnallt euch an, es geht los, wird aber eine kurze Nummer. Game over. So, also, was soll ich sagen? Redfall. Alter, der Backlash ist mal heftig, ne? Wenn du dir das ansiehst, wie die Medien sich gerade darauf einschießen, von kleinen bis großen YouTube-Kanälen, auf Twitter, alle möglichen Social-Media-Plattformen scheinbar, hängen sich daran jetzt total auf. Und ich frage mich, seit einiger Zeit, warum? Weshalb? Wie kann das sein? Ich meine, mich hat auch der Zustand des Spiels ziemlich schockiert, was ich gesehen habe. Ich habe sie selber gespielt. Aber was ich gesehen habe, auch beim Digital Foundry Analysevideo, Halleluja! Die technische Seite ist ja allein schon ein Desaster des Spiels. Aber für mich persönlich war es von Anfang an ein Projekt, das höchstens Nischendasein vielleicht pflegen sollte beim Release. Ganz ehrlich, auf mich wirkte die Welt absolut generisch, die Gegnerdesigns generisch, das Gameplay generisch, die Optik generisch. Es tut mir leid. Was haben denn die meisten Leute erwartet? Und das Erschreckende ist, ich habe mir mal die Previews einiger großer Spieleseiten angesehen, wie von Polygon, IGN, Deutschland, InGame, GamePro und alle von diesen Magazinen waren auch noch bedingt positiv gestimmt. Der GamePro, die haben als einzige erkannt, naja, das Spiel scheint wohl doch nicht so das Gelbe vom Ei zu sein. Aber ich frage mich, haben diese Leute, hat man keine Augen im Kopf? Es tut mir leid. Es wirkte auf mich von Anfang an so, als wäre dieses Spiel eh nur ein Überbrückungsspiel gewesen. Und die Leute regen sich jetzt so auf. Dieses Spiel war eh nur als Überbrückung zu Starfield anzusehen, war ich von Anfang an der Meinung. Weil Xbox ja auch die ganze Zeit mit Kommentaren irgendwie beworfen wird, auch zu Recht, dass die Games halt fehlen, dass es eine Games-Flaute gibt seit ziemlich langer Zeit. Vor allem im AAA-Game-Bereich. Aber Redfall sollte diese Nische niemals erfüllen. Diese Lücke sollte niemals dadurch gefüllt werden. Es sollte immer nur eine Überbrückung sein zu Starfield. Das habe ich von Anfang an erkannt. Und allein schon Always Online-Zwang, bei einem Singleplayer-Game auch. Was man also auch alleine spielen könnte. Zwar mit Freunden, aber man kann es auch Singleplayer spielen. Das No-Go. Und dass es ein weiterer Loot-Shooter ist. Meine Güte, wer fährt denn noch darauf heutzutage ab? Es tut mir leid. Also es gibt ja die etablierten Marken. Aber wie soll man sich denn da neu noch ansetzen in diesem großen und gestählten Markt? Ganz ehrlich. Was hat man da noch zu suchen? Außerdem ist Arcane auch nicht mehr dasselbe Qualitätsstudio, das damals Dishonored und Prey rausgehauen hat. Wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, sieht man, dass der Former Creator Executive und weitere andere Leute das Studio schon längst verlassen haben und ein anderes Studio gegründet haben. Also, ich kann diesen Aufschrei echt nur bedingt verstehen. Klar ist es erschütternd, teilweise die Videospielindustrie und wie unfertig Spiele auf den Markt kommen. Das ist auch durch nichts schön zu reden. Aber dieses Spiel jetzt also sozusagen den Downfall der Xbox-Brand anzusehen, ist absolut überzogener Clusterfuck. Es tut mir leid. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Weder in den deutschen noch in den englischen Medien noch was weiß ich wo. Das Spiel, das Make or Break It 2023 sein wird für die Xbox-Brand, war und ist immer Starfield gewesen. Wenn Starfield genauso abgewürgt wird und genauso furchtbar ankommt, zumindest, wie soll man sich davon noch erholen? Aber solange wie Starfield nicht da ist und niemand was dazu wirklich sagen kann, sollte man mit solchen Aussagen wie, ja, Xbox fails und sowas sich schön möglichst bedeckt halten oder eine weitere große Enttäuschung durch Xbox. Redfall sollte niemals ganz ehrlich das Ruder rumreißen, okay? Es sollte immer Starfield sein in diesem Jahr. Wer das nicht erkannt hat, weiß ich nicht, der hat sich mit der Xbox-Sparte, finde ich, nicht gut genug auseinandergesetzt und mit deren Situation. Naja, das wollte ich nur dazu sagen. Ansonsten interessiert mich das Thema auch nicht so sehr. Bei mir geht Redfall sowieso dann hier am Leben vorbei. Mich interessiert es nicht weiter, mich hat es nie wirklich interessiert. Aber vielleicht ist es tatsächlich jetzt ironischerweise ein Weckruf an alle Microsoft Studios oder an andere Firmen auch, die vielleicht ihre Spiele nicht ganz fertig auf den Markt bringen wollten, weil sie jetzt sehen, wow, wenn so ein relativ kleines Spiel so einen Backlash bekommt, was passiert dann mit unserem AAA-Projekt dann vielleicht auch erst? Allerdings haben wir das bei CD Projekt Red auch gesehen mit Cyberpunk und die Industrie hat sich auch nicht wirklich geändert, ne, mit der Einstellung, dass man keine unfertigen Spiele rausbringen sollte. Naja, ich hoffe, es ist ein Weckruf für Microsoft. Das ist das Beste, was ich daraus nehmen würde.
an deren Stelle. Und ansonsten, Leute, warten wir auf Starfield, okay? Und dann werden wir sehen, ob das grüne Logo noch weiterhin glänzend strahlen kann oder ob es endgültig schwarz verfärbt, für dieses Jahr zumindest. Keine Ahnung. Ansonsten, noch einen schönen Tag und bis dann.